Ja, Shalom Ayom, wir sind wieder da. Wir begrüßen euch alle herzlich. Wir machen weiter mit unserer Reihe, die Wiederherstellung des Neuen Testaments. Und diesmal haben wir ein ganz besonderes, prekäres Thema herausgesucht, nämlich die Jungfrauengeburt. Ja, also die Jungfrauengeburt ist ein Dogma der Kirche, gehört unbedingt zum Glauben dazu. Alle, die nicht daran glauben, werden oft schief angeguckt heutzutage, früher sogar verfolgt. Und die Frage ist, was hat es mit der Jungfrauengeburt auf sich? Denn die Göttlichkeit Jeschuas, die wird davon abgeleitet. Also ohne Jungfrauengeburt keine Göttlichkeit. Aber ich sage euch gleich, das ist nicht nötig. Das ist kein Kriterium dafür. Dann gibt es andere Leute, die sagen, ja, da steht ja gar nicht Jungfrau, da steht junge Frau. Und dann gibt es also ganz viele Diskussionen um die Jungfrau oder die junge Frau. Aber das ist eigentlich auch nicht relevant. Dann gibt es die Prophezeiung in Jesaja 7, wenn ich mich nicht täusche. Ja, da steht dann also junge Frau, Jungfrau, wie auch immer. Und bis Lukas hat keiner davon geredet, dass das eine Prophetie auf den Maschiach ist. Also was machen wir jetzt mit der Jungfrau? Und wir wollen jetzt zusammen im Gespräch uns über die Jungfrauengeburt unterhalten. Und ich hoffe, wir kommen zu guten, spannenden Ergebnissen. Genau, Shalom auch von mir. Wir erheben jetzt bitte nicht den Anspruch, sozusagen alles vollständig auszubreiten. Wir versuchen eben Antwort zu finden. Und auch jetzt möchte ich euch bitten, oder wir bitten euch besser gesagt, auch ein bisschen so euch zu gedulden, denn ausführlich wird es schon dann schriftlich. Da haben wir eine ganz andere Möglichkeit, natürlich darauf einzugehen. Und nochmal, Voraussetzung für das Verständnis dessen, was im Neuen Testament passiert, ist nun mal das Gesetz. Also die Tora, ja, ist auch die mündliche Tora, schriftliche mündliche Tora, all das, was Gabi oder wir schon gesagt haben. Also hört erstmal einfach mal zu und gerne wollen wir auf eure Fragen auch nochmal eingehen. Wenn ihr uns anschreiben wollt, bitte schreibt an mich, baruch@lashonisch.org. Aber wir wollen mal einfach mal erzählen. Und es gibt hier noch einen Punkt. Ja. Verstehen würde es normalerweise jeder gebildete Jude, ehrlich gesagt. Also, was soll man tun, wenn man nicht aus unserer Kultur kommt? Ja, dann hat man halt Fragen und das ist Wissen und so weiter. Fakt ist, man kann Wissen haben und trotzdem es nicht annehmen. Das ist ja bis Ja, heute passiert. Ja. Und da genau. würde ich vielleicht auch damit erstmal beginnen. Wir haben dann tatsächlich mit einer sehr starken Apologetik hier zu tun. Eben wie du da ja schon angesprochen hast. Nein, es ist keine Jungfrau. Es steht dort in Jesaja 7, junge Frau. Da kannst du machen, was du willst. Ne Ara. Ja? Ne Ja. Ara ist entweder, ist bestimmt junge Frau. Fakt ist, das ist tatsächlich nicht richtig. Also wirklich wahr. Es ist entstanden aus der starken Widerstand, ja, gegen die Behauptung, dass hier Gott geboren ist. Ja, Ja. das ist ja Sohn Gottes gezeugt, nie, ja, von Gott und darum ist er auch Gott. Da Genau. Naja, wahrer das, Gott und wahrer ja, Mensch, genau, das das kommt dann daraus, ja. kommt auch das, nicht? Und eben da diskutiert man unterm Strich mit den Dogmatikern und da geht es gar nicht mehr darum, was steht im Neuen Testament, also was steht tatsächlich im Bericht, ja, sondern man wehrt sich, ja, wehrt sich gegen diese Behauptung. Und hier bin ich ganz auf der Seite des klassischen Judentums, tatsächlich. Ja, da hat es keinen Sinn, da redet man ja gar nicht mehr über die Sache selbst, sondern darüber, was falsche Lehre ist. Ihr merkt, ja, man dreht Ja. sich dann irgendwann im Kreis. Bis heute tut Genau. man das ja Ja. auch. Ja, es passt ja auch all denen in unserem klassischen Judentum, die Yeshua ja grundsätzlich ablehnen, und zwar seit seinem Kommen. Damit hat praktisch die Kirche ein Dogma, eine Lehre geliefert, die sehr gut passt. Genau. Man muss sich also nicht mehr mit der guten Nachricht beschäftigen, man beschäftigt sich lieber mit der Abwehr von Unsinn. Und damit Genau. ist man schön, ja, fein sauber raus. Und ihr werdet feststellen, dass auch wir davon betroffen sein werden, sind schon längst, ja, es ist so. Aber mir ist es auch nicht egal, ich bedauere das und ich lade auch ein, bitte prüft. Ich rede jetzt zu denen, die es ja können, die es können sollten. Und so ist der Begriff junge Frau und Jungfrau davon abhängig, in welchem Zusammenhang dieser Begriff in der Heiligen Schrift benutzt wird. Wenn dieser Begriff im Zusammenhang mit einer nicht verheirateten Frau benutzt wird, ganz einfach, dann ist es eine Jungfrau.
Wenn dieser Begriff aber, wenn es mit ihm zusammenhängt, mit einer verheirateten Frau, dann ist tatsächlich eine junge Frau. Denn das ist nun mal der Begriff. Also tatsächlich eine sehr junge Frau. Ja. Ja. So. Und der schriftliche Nachweis, ja, liefern, können wir liefern. Aber das ist jetzt im Gespräch, wenn ich das sagen darf, würde uns für sehr viel Zeit kosten. Und das ist nicht unser Ansinnen. Ihr könnt uns an der Stelle vertrauen. Würde ich einfach mal so euch bitten. Ja. Es ist schon längst alles auch bei uns schriftlich niedergelegt und wer will, kann es alles auch nachlesen. Aber wir werden das auch in unserem Buch unbedingt behandeln. Ja, kommen wir nochmal tatsächlich zu den komplexeren Fragen. Also ich würde es als erstes auf die Göttlichkeit Jeschuas eingehen. Was meinst du? Ja, gut. Wollen wir? Ja. Denn dass er göttlich ist, daran zweifeln wir gar nicht. Ganz genau. Ja. Genau. Die Jungfrauengeburt praktisch zur Voraussetzung gemacht wurde, das ist die falsche Lehre. Aber die Göttlichkeit resultiert nicht daraus. Na, woraus? Die Göttlichkeit resultiert daraus, dass er eben seinem Vater im Allen gleich war, dass er alles erfüllt hat, alle Gebote erfüllt hat und den Willen Gottes hundertprozentig erfüllt hat und so eben schließlich zum Ebenbild und Gleichnis Gottes geworden ist, vollkommen, genau. Als einziger und erster Mensch. Ja. Es ist schön entspannend. Ja. Also in dem Moment, wo wir zu nüchtern und klaren Sicht kommen, ist es nicht so kompliziert. Die Behauptung, er ist der Einzige, der alles erfüllen konnte, ist schon wieder so ein, Entschuldigung, Statement. Ja. Statement. Es gibt viele Gerechte. Ja. Die Gerechte erfüllen alle Gebote. Fakt. Ja. Nun, Jeschua selber sagte, er ist nicht gekommen zu den Gerechten, sondern zu den Sündern, genau. Zu den Kranken. Ja. Also es gibt Gerechte. Und wenn man sagt, aber es gibt gar, steht ja in den Briefen geschrieben, und da ist auch nicht einer. Ja, es kommt dann ein Zusammenhang an. Genau. Es kommt schon wieder ein Zusammenhang an, denn ganz klar, es gibt Gerechte. Und wenn man genau liest, gerade im Lukas-Evangelium, da wird ja berichtet von dem Vater von Johannan, ne, und die Mutter, die sind gerecht. Steht schwarz auf weiß? Ja, sie steht da, genau. Ja, die sind, ja. Da sind gerechte Leute. Ja. Auch Josef ja, und der Vater. Ja. 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 Und Miriam, die Mutter, ja. Sind auch Gerechte. Auch Gerechte. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Und die Hebräerbrief spricht man von einer Wolke von Heiligen. Ja, genau. Heilige sind alle Gerechte. Ja. Also gut. Also, nein, da ist also etwas mehr. Und da hat Gabi natürlich ihn zusammengefasst, alles gesagt. Wobei es gibt nun mal den erwählten einen. Oh, ja. Der erwählte eine ist das Ziel der Schöpfung. Eben der erste Gedanke Gottes ist praktisch schon das Ziel der Schöpfung. Bei Gott gibt es keine Versuche. Ja? Er ist nicht Edison, der tausendmal probiert, bis er was Gutes findet. Bis das Licht aufgeht. Genau, ja, das wird ein Licht jetzt bei mir. Ja. Nein, natürlich nicht. Also der Heilige glaubte, bei ihm ist der erste Gedanke auch schon der vollendete Gedanke und im Hinblick auf sein Ziel wird dann die Schöpfung erschaffen. Die vollkommene Schöpfung, die vollkommene, vollendete Schöpfung auch. Und bei Gott ist ein dasselbe. Ne? Aber ist bezeichnet mit dem Namen Schabbat. Und deswegen heißt es, der Schabbat ist für den Menschen. Was gemeint ist, die Schöpfung ist für den Menschen. Und zwar die vollkommene Schöpfung. Genau. Schon so. Also die Göttlichkeit Jeschuas resultiert, ich wiederhole, was Herr Gabi gesagt hat, aus seinem gerechten Handeln. Und der Vollendung der göttlichen Eigenschaften, die jeder Mensch hat. Ja, jeder. Aber er ist der Erste, der diese Eigenschaft tatsächlich in Vollkommenheit erfüllt hat. Und er war Erbe einer Kraft, die vor ihm kein Mensch besaß. Und diese Kraft, die Macht, ist die schöpferische Macht Gottes. Das ist das sogenannte verborgene Licht. Ja. Ja. Und in dieser Kraft handelt er. Es gibt ja diese Situation am Ende, ja, während des Abendmahls. Ja, da verlässt der Judaisch-Kriot, genau, er verlässt die Gemeinschaft und es wird Nacht. Ja. Und das ist ganz eigenartig, denn die feiern ja Pessach. Pessach feiert man erst, beginnt überhaupt, wenn es Nacht ist. Genau. Also warum wurde es Nacht? Ja. Und das hat mit
der Schechina zu tun und eben mit diesem verborgenen Licht. Denn da zerbrach die Einheit und dieser Zerbruch führte dazu, dass dieses verborgene Licht sich zurückzog. Und diese Epoche heißt nun mal Nacht. Ja. Und da muss man schon wieder wissen, ja, die Geschichte der Menschheit kann betrachtet werden in drei Epochen und soll betrachtet werden in drei Epochen konkret. Diese Welt, messianische Zeit und die künftige Welt. Und als Jeschua kam, begann die messianische Zeit und als er die Tfilah, ja, gemacht hat, da begann sein Dienst und da heißt es, heute habe ich dich gezeugt und so weiter und da kam die Wolke über ihn. Ja, die Taube. Ja? Ja. Also, das war eine Vision. Ja? Und diese Taube, die hat die bezeichnet, ja, im Grunde diese besondere Macht, die nun, ja, auf ihn sich niederließ und er begann eben in dieser Kraft zu dienen. Die Göttlichkeit Jeschuas ist also gekennzeichnet von seinem Werk, was er getan hat. Sie ist gekennzeichnet von der Wahl Gottes und er wurde erwählt vor der Erschaffung der Welt. Er ist der erste Gedanke. Genau. Er wurde erwählt aufgrund des Bundes mit König David. Ja? Mhm. Denn in Erfüllung dieses Bundes kommt der Maschiach. Und es ist dann schließlich und endlich die Vollendung, ja, die noch kommen wird. Also wir glauben ja, dass er das Werk vollendet. So dass wenn wir sagen, er ist göttlich, ist damit verbunden alles, was wir gesagt haben, plus eben die unwichtige Komponente der Vollendung seiner Sendung. Und das ist dann, wird schon wieder kompliziert, aber das besprechen wir ein anderes Mal. Genau, kommen wir zurück zu der Jungfrauengeburt. Genau, dann kommen wir, denn es stellt sich, okay, warum überhaupt? Genau, das ist die Frage, warum überhaupt die Jungfrauengeburt, warum handelt Gott auf diese Art und Weise? Und hier möchte ich jetzt auch noch ein wenig ausholen. Wenn wir die Tora lesen, dann stellen wir fest, dass heilige Menschen es schwer haben, auf diese Welt zu kommen. Und da erinnere ich an Yitzhak. Und er wird ja zu seinen Lebzeiten schon heilig genannt. Und es war also sehr, sehr schwer. Abraham und Sarah haben lange, lange Zeit auf ihn gewartet. Schließlich war Abraham 100, als sein Sohn kam. Also das ist ein großes Problem. Und hier liegt dann auch der Schlüssel, warum Gott auf diese Art und Weise nun handelt. Gerade habe ich schon gesagt, es ist ja verboten. Schließlich war ja Miriam verlobt mit Josef. Und man darf praktisch keine Verlobte nehmen, dann handelt man gegen das Gesetz. Und würde Gott gegen sein eigenes Gesetz handeln, das würde er nicht. Also es muss hier etwas ganz, ganz Besonderes vorliegen. Und ja, ich würde aber das, was du gesagt hast, noch ein bisschen ausbauen. Ne? Ja. Ja, das ist sehr wichtig, dass diese Punkte, den du jetzt genannt hast, dass er im Bewusstsein sich einprägt. Es ist schwierig in dieser Welt, ja, die Heiligen kommen zu lassen. Ja? Und du hast jetzt Yitzhak auch genannt. Ja. Naja, sicher. Und das gilt allerdings, wenn man sieht, Jakob und Rachel, ja? Ja. Dann haben wir auch, die haben auch ein Problem, ein Kind, genau, ein Kind zu bekommen. Und das kann man fortsetzen. Man denke an wie heißt er? Elkanah und Hannah. Genau, ja? Auch, ja. Ja. Naja, der Mann hat ja gesagt, ja, mehr Hannah wollte mal Kinder haben, nicht? Und Elkanah, bin ich die nicht mehr als 10 Söhne? Ja? Naja, wahrscheinlich doch nicht. Ich wollte unbedingt einen Sohn haben. Man muss auch wissen, dass es bei uns heißt es, wenn die Frau keinen Sohn gebiert, betrachtet sie sich tatsächlich als tot. Also es ist für sie furchtbar. Und auch darüber kann man jetzt, könnt ihr Bücher lesen. Ja? Das alles ist da. Die wusste, warum sie ein Kind oder Rachel, genau das Gleiche. Ja. Ja, ja. Also es ist eine besondere Herausforderung, dass ein besonderer Mensch, ja, ein heiliger Mensch hier geboren wird. Und warum ist das so? Und hier lasst uns mal ganz kurz eingehen auf den Begriff Orla. Was ist Orla? Es ist das Böse. Ja. Nur nicht nur das Böse selbst, sondern auch die Frucht des Bösen. Es ist praktisch diese geistige Mauer, ja, die sich auf die Schöpfung legte wie eine Decke. Und sie legte sich auf ganz bestimmte Orte, kann man sagen, ganz verorten. Ja. Bei den Menschen an 4 Orten, in der Schöpfung an 1. Ja. Bei den Menschen ist es das Herz, es ist das Ohr,
Ja, es ist, sind die Lippen. Und schließlich am Bund, ja, am Mannesbund. Wir nennen es jetzt mal so. Ja. Eben an, da, wo das Leben kommt. Und diese wichtigen vier Punkte verhindern, dass der Mensch in der Lage ist, schließlich zum göttlichen Licht in Vollkommenheit durchzudringen. Der Mensch kann Erhebung erleben, aber dann schon wieder einen erlebten Fall. Es muss nicht nur einen Durchbruch geben, sondern schließlich auch Vernichtung von dieser Mauer. In der Natur sind es nämlich die Früchte, ja, im Heiligen Land. Ja. Ja, da hängt sozusagen dieser Orla, dieser Mauer, dann damit auch auf dem ganzen Land. So heißt es, wenn ihr in das Land kommt, dann sollt ihr die ersten drei Ernten gar nicht holen, sondern das ganze Fallobst, ne? Ja. Das ganze Fall, ihr dürft davon nichts nehmen. Im vierten Jahr bringt es zum Priester und im fünften Jahr dürft ihr davon essen. Und solange das nicht geschieht, durften sie also von den Bäumen des Landes nichts essen. Das ist Orla des Landes, halt, ne? Kann man zusammenfassen. Genau, ja. Diese Orla, ja, ist nämlich die Frucht, Entschuldigung, Folge der Sünde. Und der erste Mann, ja, der erste Adam, der hatte nämlich keine Vorhaut auf seinem Penis. Hat er nicht. Es ist durch die Sünde entstanden. Abraham Avinu, als er schließlich von Gott den Bund bekommen hat, Bund Abrahams, ne, der wurde und hatte nämlich schon die wesentlichen anderen, ja, Beschneidungen erfahren. Das heißt, die Wegnahme dieser geistigen Mauer, ja, vom Herzen beschnitten, von den Lippen beschnitten, von den Ohren beschnitten, was übrig bleibt, das ist am Körper. Es ist nicht der Anfang bei ihm gewesen, sondern das Ende. Bei, ja, den Kindern, bei Itzhak schon, ist es ein Geschenk, dass Gott gesagt hat, er soll beginnen schon damit, damit er daran arbeitet. Von da an praktisch sehen wir das so, dass man die Jungs beschneidet als Geschenk. Ja, mit der Aufgabe natürlich alles andere auch zu tun, gar keine Frage. Und diese Orla, wir finden sie auch im Neuen Testament. Das ist die Geschichte, wo Jeschua zu einem Feigenbaum ging und sagte, gib mir die Frucht. Und das gab er eben nicht. Und daraufhin hat er ihn verflucht, ja, diesen Baum. Und da fragt man sich, was soll denn das? Er hat die Orla verflucht. Ja, es geht um die Orla. Ja. Darum ging es. Ja, sie gab ihm die Frucht nicht. Schlicht und einfach kann man sagen, unser Volk war zu der Zeit, als Jeschua geboren wurde, unter der Herrschaft des bösesten Reiches überhaupt. Ja? Das ist das vierte Reich. Ja, und deswegen heißt es dann an einer anderen Stelle, Licht ist in der Finsternis erschienen. Ja? Und die Finsternis ist es auch gewesen. Die Römer hatten ja schon früher den Tempel übrigens ausgeraubt gehabt. Und zwar 70 Jahre bevor Jeschua geboren war. Nicht? Das haben sie schon mal hingekriegt. Die waren Räuber. Ja? Also Tempelräuber. Und diese Situation, ja, wie wir schon gesagt haben, ja, erforderte dringend eine Medizin. Und das ist nun mal die Geburt des Mashiach. Aber das Heilige kann nicht so einfach in dieser Welt kommen. Nun muss man sehen, es lebt zu der Zeit dieser besondere Mensch. Der besondere Mensch. Wir reden von Vorsehung. Die Menschen kommen hierher nicht doch irgendwie zufällig. Jede Seele wird geboren zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja, ist so. Das ist ein Teil unseres Glaubens, an die, ja, Vorsehung. Ja? Es gibt keine Zufälle. Der Heilige Glaube hat alles in seiner Hand. Und so ist eben Johannan geboren. Johannan, der im Geiste Eliahus, ja, dient. Seine Eltern, das sind außergewöhnliche Menschen. Das sind Tzadikim. Und du hast im ersten Shiur, hast du ja gesagt, ja, sie waren Beter. Schaut unsere Sidurim an. Betrachtet unsere Gebetsbücher. Ihr werdet sehen, dass wir beten für das Kommen des Mashiach. Also die Fürbitte, ja, und das Gebet, ist Gegenstand des Gebets des gesamten Volkes. Nicht seit 100 Jahren und nicht seit 1000 Jahren. Und
Und vor 2000 Jahren war es inzwischen auch antik. Also, ja. Das ist so. Ja. Nee, denn praktisch, als nämlich unser Volk weggeführt wurde nach Babylon, von da an wartet man auf die Wiederherstellung, dass der Tempel wieder aufgebaut wird. Und, das und man hat dann eben den Thron Davids nicht besetzt. Ist sehr wichtig, ja. Der Thron Davids wurde nicht besetzt. Ja, man hat praktisch die politische Oberhoheit dem Hohenpriester übertragen. Nicht? Also ja, das war eine andere Organisationsform und man hat eben den Thron Davids nicht besetzt. Warum? Weil man auf diesen einen gewartet hat. Der Sohn Davids, wenn er kommt, macht er das. Aber bitte, wer ist Josef? Ist Josef nicht Sohn Davids? Doch, Josef ist Sohn Davids. Und er ist Sohn von Jakob. Ja. Ist Jakob? Ist der Vater von Josef nicht Sohn Davids? Doch. Doch, auch. Ja. Und da kann man weiterlesen. Ja? Und die sind aufgelistet. Alle sind Söhne Davids. Ja. Aber sie sind nicht die Erwählten. Und, ja, oder der Erwählte, Entschuldigung. Ja. Der Erwählte, auf den wartet man. Und für den betet man. Eben seit Tausenden von Jahren inzwischen. Ja? Ja. Sehr, sehr lange. Und man muss von, ja, und woher weiß man dann, dass er tatsächlich der Erwählte ist? Eben darum kommt Johannan. Ja, ich schicke euch ja, meinen Boten. Und das ist Eliyahu. Ja, genau. Der dann Zeugnis ablegt davon, dass Yeshua der Maschiach ist. Er, Eliyahu, Johannan, hat wiederum von seiner Seite das Gesetz erfüllt und fragt, bist du derjenige, auf den wir warten? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Yeshua gab eine klare Aussage. Ja. Schau her, betrachte mein Werk, blind sehen, Taube hören, Lahme gehen, Tote stehen auf, ja, und jetzt berichtet, was ihr gesehen habt. Und das ist die klassische Antwort für alle, die mit uns streiten wollen, schau her. Und wenn sie sagen, das glauben wir nicht, euer Problem, müsst ihr nicht, das ist ein anderes Thema. Für alle aber, für die, ja, die betroffen sind, ja, so wie wir, so wie ich, ja, ja doch, es ist eine ganz wichtige Aussage, es ist wahr. Man kann es nehmen. Man kann es lassen. Aber wenn wir zurückkommen zu dieser Frage, wieso hat die Hashem das denn so gemacht? Ja, wieso war es notwendig, dass diese Jungfrau schwanger wird? Dann der Grund ist, beide, Josef und Miriam, erkannten, dass sie nicht in der Lage sein werden, ein Kind zu bekommen. Das ist der Grund. Genau, und ich würde es jetzt noch ein bisschen weiterführen. Also hinterher, nachdem Yeshua geboren ist, wissen wir, er hatte ja Geschwister. Also an Josef kann es nicht gelegen haben. Und im ersten Shiur haben wir ja schon gesagt, von den Betern, von den gerechten Menschen, die lebten. Also Miriam war eine gerechte, Josef ebenso. Und jetzt sagte Baruch gerade, dass also beide erkannten, dass sie kein Kind bekommen können. Und ich würde jetzt sagen, beide erkannten, dass sie eben das Kind, was notwendig ist, jetzt in dieser Zeit, das Heilige nicht bekommen. Also da bin ich mit dir nicht einverstanden. Nee, also ich würde das, aber man kann das vielleicht so sehen. Ich würde das aber doch konkreter sehen. Also, ja, worauf stütze ich das? Tatsächlich konnte Rivka ja auch keine Kinder bekommen. Und zwar sehr lange. Ja. Ja. Und Yitzchak setzte sich so richtig gegenüber von der Rivka, ne, und betete. Ja, und sie war praktisch dabei. Und es gibt zwei Meinungen. Also wir können zwei Meinungen durchaus haben. Ja. Und die eine der Meinungen ist, beide waren zeugungsunfähig. Beide waren zeugungsunfähig. Und er wurde wiederhergestellt. Also es geschah dort Genesung. Und so würde ich das auch bei Josef gerne sehen wollen. Und ob er dann nur den einen nicht konnte, ich denke, der konnte gar nicht. Ja, das wäre für mich schlüssiger, ja, dass er kann keine Kinder zeugen. Und das erklärt, warum er sie nicht heiratet. Das muss man ja fragen. Er ist mit ihr verlobt, lange Zeit verlobt. Warum so lange Zeit verlobt? Naja gut, eine Antwort ist, sie wurden sich versprochen. Dann muss man warten, bis das Mädel Bat Mitzwa wird. Und wenn sie Bat Mitzwa wird, dann heiratet er sie. Ja? Im Prinzip so. Aber da gibt es trotzdem ja, ein Versprechen, eine Verlobung. Und beide beten und beide erkennen, dass hier ein Problem vorliegt. Sie werden kein Kind überhaupt hervorbringen. Weißt du, wenn sie in der Lage wären, also tatsächlich, dann hätten sie heiraten müssen.
Sie hätten nicht sagen dürfen, wir tun es nicht, wegen einem, weil wir den einen nicht. Ja, das Gebot lautet, sei fruchtbar und mehret euch. Und wenn das Maschiach nicht kommt, dann muss der Nächste kommen. Ja, also, dann sind sie nicht die Erwählten. Verständlich? Also, es ist so. Ja, beide haben diese Erkenntnis unterm Strich. Sie können das Kind nicht bekommen. Wegen diesem Orla, wegen dieser Bosheit, die in der Welt herrscht. Ja, genau. Ja, so. Aber sie sehen auch, das Volk geht zugrunde. Also, die sind Fürbitter für das Volk. Ja, ganz genau. Das ist so ungefähr, habe ich das gedacht. Genau. Weil sie eben erkennen, dass Rettung notwendig ist, dass eben der Maschiach kommen muss. Und da sind das können sie beide nicht stemmen. Das wissen sie, das erkennen sie. So sieht's aus. Ja. Genau das ist der springende Punkt. Ja. Die Zeit tut Not. Es ist mit die schlimmste Zeit in der Geschichte unseres Volkes. Das Volk steht kurz vor der geistigen Vernichtung. Ja. Wir haben unvorstellbar böse Zeiten. Später, nachdem der Tempel zerstört wurde, stellt man ja die Frage, warum eigentlich? Was ist der Grund dafür? Womit haben wir das sozusagen ganz so schön verdient? Hass ohne Grund. Grund ja. Ja. Und es gibt eine Deutung. Alles, was geschah im ersten Tempel, war auch im zweiten Tempel. Auch Götzendienst. Ja. Und nicht der Götzendienst, wie man sich vorstellt, sondern der Götzendienst von Menschen, die aus dem Gottesdienst einen Götzendienst gemacht haben. Und Jeshua spricht ja davon, ja, dass ja. dort Korban wurde missbraucht. Ja. Der Begriff von Korban wurde ja willkürlich so missdeutet, dass es praktisch zur Bereicherung von Einzelnen kam. Ja. Und da wahrscheinlich nicht nur wenige. Also es war schon eine sehr böse Zeit. Und daraus resultiert der Schrei zu Gott, er möge helfen und seines Bundes gedenken und eben den Maschiach senden. Und sie waren nun mal vom königlichen Blut. Also die waren die Richtigen. Ja. Ja. Sie sind aus der richtigen Familie. Und nun gibt es einen Punkt. Ja, das ist das, worüber du auch schon gesprochen hast. Wenn der Mann nicht in der Lage ist, ein Kind zu zeugen, dann ist er wie tot. Genau. Ja, dann hat er keine Wurzel. Und weil aber der Maschiach kommt, wird er auch genannt die Wurzel Ischais. Ja? Denn es ist praktisch die Zusage, dass die Nachkommen bleiben werden. Es gibt ja diese Zusage. Und es wird niemals das. Die Macht nicht, von seiner Schulter weichen und so weiter. Es wird einer immer auf dem Thron sein. Oder nicht? Es gibt ja diese Zusage für die Prosperität des Samens Israels und so weiter. Klar, ne? Ja. Ja, aber warum? Nein, die Wurzel ist derjenige, der das Ziel ist. Das ist der Maschiach. Gedenke deine Zusage der Wurzel Israels. Prophetie schon wieder. Ja. Genau. Aber der Mann, der ihn zeugen soll, kann es nicht. Und das ist nämlich Josef. Das ist Josef, ja. Und das ist Josef. Und so betet dieser Mann zu Hashem und sagt, betrachte mich, wie ich bin, denn du hast mich so gemacht. Und wer bin ich, wenn ich keinen Nachkommen deinem Knecht David zeugen kann? Und ich bitte dich, beanspruche das Recht der Leveratswehe. Zeuge deinem Bruder einen Sohn. Das ist es. Das ist es, genau. Zeuge deinem Bruder einen Sohn. Jetzt wunderst du dich nicht, oder? Weil du denkst, was, Gott ist mein Bruder? Naja, er ist mein Vater. Ja, stimmt. Ja. Ja, Fakt ist, dass Hashem sich stellt in verschiedene Positionen. Und wurde sich gesetzt, gestellt, sozusagen, als Bruder. Naja, er nannte Israel seine Schwester. Ja. Das ist das Hohelied. Ja. Achoti, meine Schwester, meine Genossin, meine Reine, meine Taube, meine Schwester. Ja. Und du bist mein Bruder. Ja. Ja, ist so. Genau. Ja. Und Gott ist nicht nur Vater, er ist eine. Er ist auch Mutter. Er ist Mutter. Ja. Ja. Darüber reden wir noch. Ja. Wir reden von persönlicher Beziehung. Reden wir von persönlicher Beziehung. Eine der größten der Ebenen der persönlichen Beziehung zu ihm, er ist mein Bruder. Stell dir mal vor, nicht weil ich es gesagt habe, weil er es gesagt hat. Und so ist das Gebet, du bist mein Bruder, rette den Namen, damit er nicht gestrichen wird im Baum des Lebens.
Zeuge deinem Knecht David einen Nachkommen. Und das geschieht. Und das geschah, ja. So sehe ich das. Ja? Und das geschieht. Aber das würde nie geschehen, ohne dass die Frau dem zustimmt. Ganz genau. Das Einverständnis der Frau muss unbedingt da sein. Sonst wäre das eine Vergewaltigung. Ja. Er hat dich genommen, ich konnte nichts dafür. Geht nicht. Geht nicht. Ja? Ja, klar. Und genau das ist der Grund, warum Gabriel, der übrigens mit Frauen zu Frauen spricht, nur Gabriel, und er wird geschickt zu Miriam. Und wir wissen, was sie gesagt hat. Ja, es geschehe mir nach deinem Wort. Ja. Das ist also praktisch eine Notwendigkeit aus der Situation, eine einmalige Situation. Ja, Bedarf sozusagen der Stunde. Das kann man so annehmen. Wenn du es nicht willst, musst du es nicht. Also dein Seelenheil wird davon nicht abhängig. Und du denkst, wie wir denken. Das musst du nicht. Nee. Nein. Wir können das auch ruhig stehen lassen und sagen, ja, alle unbeantworteten Fragen werden beantwortet, wenn der Maschiach wiederkommt. Genau. Ja? Aber lass dich bloß nicht einreden, dass wenn du glaubst oder dass es für dich schwierig ist anzunehmen, dass du dein ewiges Heil verlierst. Das ist auch eine Lüge. Genau, das ist auch eine Lüge. Ja? Und das ist genau, das sollte man bei Gelegenheit noch immer wieder mal besprechen, nicht diese Überführung der Lüge. Ja, Wahrheit macht frei. Wovon? Genau, von der Lüge. Von der Lüge. Genau. Na, es gibt vieles, was man uns erzählt hat, was stimmt, was so nicht stimmt. Also der Seelenheil ist nicht davon abhängig, ob man glaubt, dass diese Miriam, diese wunderbare Frau, vom Geist des Heiligen Glaubens gezeugt wurde, ja, schwanger wurde, oder nicht. Ja. Entscheidend ist, dass er auf jeden Fall, Jeschua, gilt als Sohn von Josef. Ja, ja, wie geht das? Naja, der Vater per Gesetz ist derjenige, der nach der Besteinung den Jungen in der Synagoge hebt und er wird begrüßt von der gesamten Gemeinde. Ja? Wir haben einen neuen Sohn Israels. Der Mann, der das tut, ist der Vater. Punkt. Das ist halachisch. Was Gesetz ist, ist auch die Wirklichkeit. Das Gesetz bestimmt die Wirklichkeit. Genau. Das hat er gemacht. Bei den Mädchen übrigens ist es beim ersten Schabbat nach der Geburt. Also da warten die nicht auf 8 Tage. Ja? Sie ist geboren am Freitag, am Schabbat ist sie schon hoch. Sie schon ist Königin. Sie ist schon Königin. Ja? Dann ist sie schon Tochter. Und das bleibt er. Ja? Er ist tatsächlich per Gesetz, Josef ist Vater von Jeschua per Gesetz. Und darum ist er auch Sohn Davids. Und damit ist diese Diskussion auch erfüllt. Genau. Erledigt. Also erledigt. Genau. Ja, gut, das Gesetz vereinfacht vieles. Ja? Und ja, im Prinzip ohne Gesetz kann man das Neue Testament überhaupt nicht verstehen. Ja, das auch noch. Ja, gut. Ich denke, gut. Wir haben das einigermaßen beantwortet. Oder? Ja, und wir haben auch viele andere Fragen angeschnitten, die wir sicher später noch immer wieder darauf zurückkommen. Und ich hoffe, es hat euch Freude gemacht. Also uns hat es auf alle Fälle Freude gemacht. Also bis bald. Shalom Hayom. Shalom Hayom. Shalom Chavadim.